Willkommen in den Valli di Comacchio. Wir befinden uns im Po-Delta-Park, einem MAP-UNESCO-Biosphärenreservat und einer anerkannten Welterbestätte. Ein einzigartiger Ort mit schmalen Dämmen und Salzwasserflächen, soweit das Auge reicht. Die Valli sind eine der bedeutendsten Lagunenkomplexe in Europa. Hier bietet sich ein Szenarium an, Verfolgungsjagden zwischen Wächtern und Harpunenfischern, umhüllt vom dichten Nebel und alten Aberglauben. Die Cassoni sind die typischen Wohnhäuser der Valli, wo die Vallanti, Fischer der Lagune, während der Zeit des Aalfangs wohnten und arbeiteten. Um uns herum breitet sich eine unberührte, bis zum Horizont reichende flache Landschaft aus. Wir befinden uns hier in der antiken Saline. Über 600 Hektar an Kanälen und weitläufigen Wasserflächen, die für die Salzgewinnung genutzt werden. Die rosa Flamingos sind die unbestrittenen Herrscher dieses Orts. Mit mehr als 10.000 Exemplaren gehören die Salinen zu den wichtigsten Nestbauorten Europas für diese Flamingos. Ein echtes Paradies für Vogelbeobachter. Die zahlreichen Wachtürme bieten die Gelegenheit für erstaunliche Beobachtungen. Die Reise in der Lagunenlandschaft neigt sich dem Ende zu. Eine Reise zu einem über die Zeit unverändert gebliebenen Ort, wo sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einer Landschaft reich an Geschichte und Natur vereinen. Jenseits der Wasserfläche zeichnet sich am Horizont Comacchio mit der eindrucksvollen Kathedrale San Cassiano ab. Jetzt sind wir in Comacchio angelangt. Perle zwischen den Lagunen. Die Stadt breitet sich auf 13 Inseln aus, die durch Brücken miteinander verbunden sind. Sie befinden sich jetzt an der Treponti-Brücke. Mit ihrer einzigartigen Architektur ist sie wahrscheinlich die berühmteste Sehenswürdigkeit von Comacchio. Vom Wasser gezeichnet. Comacchio wird von vielen Kanälen durchquert, die wie Wasserstraßen durch die ganze Stadt führen. Wir steigen nun auf ein typisches Boot und lassen uns von den sanften Wellen wiegen. Wir heben den Blick und sehen die Gebäude, die an den Ufern der Kanäle emporragen. Das großartige Baudenkmal im neoklassischen Stil, das sich vor uns erhebt, ist das ehemalige Krankenhaus aus dem 18. Jahrhundert, das heute das Museum Delta Antico beherbergt. Am anderen Ufer des Kanals können wir den eindrucksvollen Palazzo Bellini sehen. Ein historisches Gebäude, in dem sich die Bibliothek, die Kunstgalerie und das historische Archiv der Stadt befinden. Das Museum erzählt von der Entwicklung dieses Gebiets und den Ansiedlungen, die die Geschichte des alten Po-Deltas geprägt haben, dem Handels- und Zivilisationszentrum sowie Bindeglied zwischen Mittelmeer- und Kontinentaleuropa. Zu den wertvollsten im Museum ausgestellten Funden gehört die Fracht eines römischen Schiffs, der eine ganze Abteilung im Erdgeschoss gewidmet ist. Eine elegante und imposante Treppe führt zu den oberen Etagen. Der Siedlung von Spina gewidmete Saal beherbergt zahlreiche Funde, die das Leben im alten etruskischen Handelszentrum beurkunden. Küchengeräte, Behälter für die Konservierung von Lebensmitteln wie das große Dolium bis hin zu kostbaren Grabbeigaben.
Comacchio, das frühmittelalterliche Handelszentrum, zeugt von dem Handelsverkehr mit dem östlichen Mittelmeergebiet. Es handelte sich um einen sehr geschäftigen Hafen. In der Abteilung ein Handelszentrum auf Sand finden wir neben einer wertvollen Piroge aus dem 4. Jahrhundert vor Christus die Rekonstruktion eines Landungsstegs mit den wichtigsten Handelswaren: Tücher, Salz, Gewürze. Das Herz des Museums ist die Fracht eines römischen Schiffs, das 1981 in Comacchio in der Ortschaft Valle Ponti entdeckt wurde. 102 Barren aus spanischem Blei, Amphoren aus dem gesamten Mittelmeer, Vasen, Lampen, Teller, Gläser und zahlreiche andere wertvolle sowie gebräuchliche Töpferwaren. Unter den merkwürdigsten und wertvollsten Gegenständen der Fracht befinden sich 6 kleine Votivtempel. Ein einzigartiges Beispiel von Votivgaben, die mit gesenkgeschmiedeten Platten aus silberhaltigem Blei hergestellt wurden.